willkommen hier zum nächsten Megatin Unboxing auf meinem Kanal. Und heute habe ich hier die Jobs Match Deck Champions League Megatin mit der Aufschrift Rising Stars, Leute. Beim letzten Mal gab es Superstürmer und dann hatte ich auch noch Titelgewinner. Insgesamt gibt es 4 Tin-Dosen und das ist hier die letzte Megatin-Dose. Ich verlinke euch alle anderen Megatin-Dosen unten in der Videobeschreibung, Leute. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, solltet ihr diese Unboxings verpasst haben. Hier in diesen Megatin-Dosen sind immer exklusive Karten zu dem Thema. Das heißt, heute werden wir hier 15 Rising Stars haben. Dann haben wir noch eine Limi, noch 5 Glitzerkarten, eventuell eine Club 100 Karte. In der letzten Megatin hatte ich leider keine Club 100 Karte, aber in den ersten beiden Megatins hatte ich 2. Also Leute, ich bin gespannt, ob wir heute vielleicht eine bekommen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, Leute. Wir starten direkt rein ins Megatin-Unboxing. Macht einfach immer Laune, eine schöne Megatin auszupacken, Leute. Autofokus scharf stellen. Ich mache die mal wieder so auf, weil ich dann nicht weiß und sehe, welche ist die limitierte Auflage beispielsweise. Und die Limi ist nämlich hier vorne. Hätte ich die andersrum geöffnet, hätte ich gleich gesehen, das ist die Limi. Deswegen habe ich das jetzt hier so rum gemacht. Und wir starten mit den Powerkarten und mit den Basekarten. Und wir haben hier als erstes 17-18 Winners Sergio Ramos. Oh yeah. Geile Karte hier zu Beginn. Dann haben wir das Schalke-Logo. Dann haben wir einen Dennis Geiger von Hoffenheim. Derdiok. Das 2 Karten. Ne, sind es nicht. Okay, das hat sich so komisch angefühlt. Ivan Tomicak von Brügge. Dann haben wir Leroy Sané und Bernardo Silva. Ein geiles Duo. Alleine Leroy Sané, Leute. Ich feiere den Typen. Marcel Schmelzer. Bei den deutschen Spielen. Leroy Sané, meiner Meinung nach, einer der besten. Ist einfach so. Der bringt Geschwindigkeit ins Spiel. Einfach. Macht Spaß, ihn zuzuschauen. Sagen wir es mal so. Jimenez. Phil Jones, Fernandinho, Tete, Davis, Dallas, Luberto, Nainggolan, Gerard Piqué, Tolisso, Benatia, Fabinho, Buffon. Oh, Buffon hat 86, Chesney hat 84. Dann haben wir Lovren, Kimbembe, Kluivert hier, der Sohn von Patrick Kluivert, Justin Kluivert hier am Start von der AS Roma. Dann haben wir Malcolm, Lamela, Danilo, Milik, Martinez, Serdar, Thomas, Delaney. Ein sehr guter Transfer von den Dortmund dann in meinen Augen. Saul Niguez, Chris Smalling, Ederson, Kondogbia, Caleron Insigne, Porto Logo, Belfodil, Alaba, Kimmich, Nakamba. Und jetzt geht's los mit den Powerkarten. Oh yeah. So, da haben wir Goalmaschinen von Sergio Kun Agüero. Hat eine Schussgenauigkeit von 80% der Argentinier von Man City. Genauso eine Schussgenauigkeit hat der Stoßstürmer von Tottenham Hotspurs, Harry Kane. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier Passmaster. 85% Passgenauigkeit von Lyons Stürmer Fekir. Und dann noch Alex Telles als Man of the Match vom FC Porto. Und hier hatte ich auch keine Club 100 Karte drin. Entweder war es Zufall. Ich hatte entweder sehr viel Glück mit den Tindosen am Anfang. Oder ich habe jetzt einfach nur viel Pech. Eines davon muss es ja sein. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen rein ins Spezialpack. Und hier haben wir ja nochmal eine limitierte Auflage am Start. Und es ist Leroy Sané Jawolski. Sehr, sehr geil. Definitiv verdient, quasi als Rising Star Limi zu kommen hier in der Tin-Dose. Habe ich hier nicht noch den Online-Code drin. Aber den Online-Code, Leute, hier schenke ich euch wieder. Zack, zack. Dann haben wir hier Dembélé als Rising Star. 88er Angriffswert. Dann haben wir Asensio. Soler. Niklas Süle als Rising Star, okay, Harit, Abdou Diallo, Amiri, Gabriel Jesus, nice, Rashford, nice, Sanchez, Alexander Arnold, Ünder, Mbappé, oh, 93er Angriffswert von Kylian Mbappé, überragend, was für ein starker Wert, definitiv, dann haben wir Martinez und ein Wesley von Club Brügge, also definitiv hier verdient den höchsten Wert Kylian Mbappé. Dicht gefolgt von Dembélé mit 88, dann hier auch noch ein Jesus mit 86. Also Mbappé ist schon eine extrem geile Karte. Leute, das war es hier mit der letzten Megatin der Champions League Matchdeck Serie 18-19. Leroy Sané als limitierte Auflage, Leute, ist natürlich auch wichtig, die Limi-Stars zu bekommen in den Megatins, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein und tschüssi.